Sie ist das Gesicht der diesjährigen Kampagne, Bujama. Die 21-Jährige ist als Kind an einer schweren Form von Lepra erkrankt. Als Mitglied des kastenlosen Janadi-Volkes lebte sie isoliert und ausgegrenzt. Sie kam nicht mehr aus dem Haus, sie hat sich versteckt, bis unser indischer Pfleger Charles sie gefunden hat. Das ist einer, der die Sprache auch wiederum kennt, dieser Gruppe von Menschen, und der mit ihnen in Kontakt kommen kann und hat sie überzeugt, komm doch auf, komm doch mit, ich habe Medikamente für dich, du brauchst die nicht zu bezahlen, du bekommst die gratis, wir können dir helfen. Seit 1964 kümmert sich mit Damian um Leprakranke. In Zentralamerika, Afrika und Asien engagieren sich 1200 lokale Mitarbeiter für die Kranken. Weil die Zahl der Leprafälle weltweit zurückgegangen ist, hat mit Damian auch die Bekämpfung der Tuberkulose ins Hilfsprogramm aufgenommen. Heute sind 93% der Fälle, die mit Damian behandelt, Tuberkuloseerkrankungen. Aber wir vergessen die Leprapatienten nicht. Gerade die Leprapatienten brauchen noch eine Lobby. Und die Lobby ist klein geworden für die Leprapatienten. Und wir bleiben an der Stange. Und wenn Sie die Bilder sehen von diesen Leprapatienten, die es heute noch gibt, dann sind Sie erschüttert. Und das Schlimme und das, was wir bei sowohl Lepra als auch Tuberkulose immer wieder ganz, ganz gut behalten müssen, ist, das sind beides ansteckende Krankheiten. Und diese Ansteckung kommt zurück nach Europa. Subbaya, bagunara, anandennara. Hoch ansteckend und tödlich ist die multiresistente Tuberkulose, unter der diese Frau leidet. Doch Heilung ist möglich, wenn die Lungenkrankheit rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Das ist unsere erste Aufgabe immer, diese Kranken finden, diese Kranken ausfindig machen, unterwegs sein, Kampagnen starten. Und das sieht man im Film sehr deutlich, da ist eine sehr schöne Szene, wo ein Mann mit so einer Trommel durchs Dorf geht bei den Janadi und sagt, wir bauen ein Camp auf, kommt dahin, da sind Ärzte, die untersuchen euch, da bekommt ihr eure Medikamente gratis. Und das sind solche Kampagnen vor Ort, die uns ermöglichen, neue Kranke aufzuspüren. Mehr als 300.000 waren es im vergangenen Jahr. Hinzu kommen fast 18.000 Leprafälle. Sind die Kranken einmal geheilt, müssen sie wieder ihren Platz in der Gesellschaft finden. Verstärkt beobachten wir, wo wir diesen Menschen neue Starthilfen geben können. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das geht über die Nähmaschine, über einen kleinen Viehbestand. Ich habe auch in Indien selbst eine Familie besucht, die durch Ziegen, die sie von uns bekommen haben, jetzt eine sehr schöne Existenzgrundlage haben. Es sind immer noch sehr arme Menschen. 50 Jahre nach dem Beginn der humanitären Hilfe lässt mit Damian in seinem Engagement nicht nach. Auch dank neuer Helfer und Mitarbeiter wie diesem jungen Arzt aus Indien. Ein kaum 30-jähriger Arzt bringt natürlich neue Ideen, bringt neuen Elan, neuen Mut. Er ist Dr. Santosh Kumar, ist sehr begeistert von der Arbeit von mit Damian. Er hat vor kurzem geheiratet und mit Damian hat ihn nach Belgien eingeladen mit seiner jungen Frau, um ihm zu zeigen, wie hier die Freiwilligen sich einsetzen, damit er da in Indien alle diese Kranken behandeln kann. Um diese Arbeit zu unterstützen, sind an diesem Wochenende wieder hunderte Freiwillige in Belgien im Einsatz, auch in Ostbelgien. Hier verkaufen Schüler und andere Ehrenamtliche Stifte zugunsten von mit Damian. Und in den Pfarrgemeinden wird um Geldspenden für die Lepra- und Tuberkulosekranken gebeten.